Servus YouTube und herzlich willkommen zurück zur FIFA 17 Karriere mit dem ersten FC Kaiserslautern hier bei mir auf meinem Kanal. Ja, wir sind immer noch im Vorbereitungsturnier, haben gut gespielt, haben die ersten drei Spiele gewonnen, haben ein paar Transfer Angebote gemacht. Auf eure Kommentare konnte ich jetzt noch nicht eingehen, ja, weil ich das hier nämlich direkt danach aufnehme, ja. Weil ich muss ein bisschen vorproduzieren, wir sind nämlich nächste Woche in Urlaub. So, der Marktwert steigt und wir stehen im Halbfinale gegen Nimwegen. Ja, und dann simulieren wir doch mal dahin. Scout-Abschlussbericht zu Jon Vardy Bøttvorsson. Bøttvorsson, nur 69er Stürmer, ist nur 1,4 Millionen wert. Ja, aber egal, ja, der spielt eigentlich gut bei den Wolves. So, Brasilien hat er abgegrast, dann ja, gehen wir in die USA. Ne, gehen nach Mexiko. Geh nach Mexiko, ein Scouting-Netzwerk aufbauen, jawohl. So, und Köln möchte mehr Geld. Einfach nur mehr Geld. Dann werden wir mal ein Angebot unterbreiten, dann bieten wir mal 3,5 Millionen. Für den guten Simon Zoller. So, dann haben wir das auch schon mal gemacht. Neues Angebot für Simon Zoller. Und dann geht's weiter. Wir haben ein Transferangebot für Erik Weckesser für 150.000 für die Sligo Rovers. Da hätte ich aber schon gern den Marktwert, ja, vielleicht sogar ein bisschen mehr. Dann gehen wir auf, nee, nicht ganz so viel. Machen wir 190.000 als Gegenangebot. So, dann gucken wir mal, ob da was kommt. Und dann simulieren wir noch das Halbfinale hier. Mannschaft bleibt so und auf geht's. So, und da geht's los und wir gewinnen das Halbfinale 3:1 durch Tore von Moritz, Osave und Halfa. So, das heißt, wir stehen jetzt auch im Finale. Das gibt wieder Geld, nehme ich doch mal an. So, es ist eine Pressekonferenz und an der nehmen wir natürlich teil. Viel Spaß. Ja, natürlich muss ich die Mannschaft loben, ja, und weil sie hat bisher im Vorbereitungsturnier sehr gut gespielt. Wir haben natürlich auch darauf geachtet, dass wir mal ein bisschen durchrotieren und jetzt werden wir gegen Lechia Danzig im Finale alles geben, um dieses Turnier zu gewinnen. Dankeschön. So. PSG ist immer noch nicht interessiert an Sivas. Ja, das heißt, wir werden den Spieler entfernen und werden hier mal 4 Millionen bieten. So, und es gibt nochmal 1,3 Millionen zusätzlich Transferbudget. Das ist doch eine Maßnahme, weil wir brauchen das Geld, um die Mannschaft neu aufzubauen. So, dann gucken wir mal gerne mal voran. Norwegen hat er abgegrast. Ja, dann geh nach Schweden, in den Alvensgarn. So. Warte, das wollte ich ja nicht. Ich wollte Willi Orban Angebot unterbreiten. Und dann bieten wir eben 4 Millionen, Mann. Meine Güte. Meine fucking Güte. So, Simon Zoller wissen wir noch gar nicht, aber die haben es auf jeden Fall abgelehnt. Die Summe ist zu niedrig. Ja, dann werden wir auch hier mal ein neues Angebot unterbreiten und für den guten Simon Zoller 4,5 Millionen bieten. So, dann haben wir das auch schon wieder gemacht. Training können wir noch keins machen, dann gehen wir mal voran bis zum Finale. So, dann schauen wir mal, wie die Mannschaft aussieht. Die sind, glaube ich, alle fit. Wir wechseln aber doch nochmal durch. Cibilco kommt mal rein für Sua. Ja, Halfa wieder rein für Ziegler. Das heißt, Halfa ist auch wieder Captain. Ja. Halfa ist auch wieder Captain. Wutschur wieder rein für Schindele. Ja, Heubach wieder für Schindele auf die Bank. Ja, dann würde ich sagen, war's das. Lassen wir so. Lassen wir so.
Komm, speichere ein bisschen schneller die blöde Taktikvorlage. Meine Güte. Und dann gehen wir auf Simulieren und spielen das Finale gegen Danzig. Mannschaftsaufstellung bleibt. Pollersbeck, Muja, Vucur, Everton, Alici, Halfa. Und der macht auch das Tor in der vierten. Kerk, Moritz, Stieber, Osavici, Bilko. Und ich würde sagen, wenn jetzt da nichts Großartiges mehr passiert, ich drücke jetzt nicht auf Überspringen, weil wir spielen auswärts, seht ihr, weil Lech Danzig macht nämlich den Ausgleich in der 37. Deswegen habe ich gesagt, ich drücke nicht drauf. Und Halfa bringt uns erneut in Führung. Erneute Führung ist da. Ja, meine Güte. Und das war's. Wir gewinnen das Vorbereitungsturnier komplett, auch im Finale 2-1 und holen damit den ersten Titel der Saison. So, dann gibt's direkt Training. Gibt's hier direkt Training, verdammte Axt. Alles auf euren Nacken, auch wenn ihr ein Turnier gewonnen habt. Und Lukas Görtler geht auf die 66er Bewertung und trainiert ein A. Meine Güte. So, dann gehen wir ins Büro. Wir haben, jawohl, die Sligo Rovers haben das Angebot von 190.000 akzeptiert. Das ist so schön. PSG lehnt ab. Den Kevin Trapp, ja, den können wir uns jetzt sowieso nicht leisten. Ne? Das ist okay, das lassen wir dann mal. Ja, aber der bleibt ja im Blickfeld. Willi Orban wollen sie immer noch nicht hergeben. Deswegen müssen wir da nochmal ein Angebot unterbreiten. Das werden wir jetzt auch tun. Da können wir jetzt 5 Millionen reinbieten. So, Köln sagt inakzeptabel. Preisvorstellung in Höhe von 8,5 Millionen. Ihr könnt mich am Arsch lecken. 4,5 Millionen haben wir geboten. Ja, wir gehen 1 Million höher und bieten euch 5,5 Millionen. So, wir kriegen nämlich nochmal 1,7 Millionen Transferbudget fürs Turnier und haben, wie gesagt, das erste Turnier gewonnen. Ja, und gehen jetzt weiter voran, weil es ist ja Juli und sehen uns dann wieder in der ersten Runde vom DFB-Pokal gegen Dresden. So, zwischenzeitlich haben wir Erik Weckesser an die Sligo Rovers verkauft. Ja, Leipzig hat wieder mal das Transferangebot abgelehnt für Willi Orban. Dann werden wir noch ein besseres Angebot werden wir unterbreiten. Wir gehen mal hoch auf 6 Millionen. Die könnten auch wenigstens von ihren 14 Millionen ein bisschen runtergehen. Ja, weißt du? So, und jawohl, die Kölner sind eine halbe Million runtergegangen auf 8 Millionen. Wir gehen eine Million hoch und bieten 6,5 Millionen. So, Training ist noch keins. Wir gehen weiter voran. Immer Richtung erstes Pokalspiel gegen Dresden. Jawohl, Köln hat das Angebot akzeptiert. Für 6,5 Millionen kriegen wir Simon Zoller zurück. Der hätte gern 30.000 Gehalt die Woche. Kriegt er? Kriegt er, wenn wir uns das leisten können, kriegt er die. 30.000 Gehalt die Woche. Da haben wir nur noch ein Gehaltsbudget von 178 Euro. Meine Fresse. Der will 3 Jahre Vertrag. Und bei uns wäre er nicht nur Rotationsspieler, sondern ein wichtiger Stammspieler. Und deswegen werden wir ihm das Angebot unterbreiten. So, dann gehen wir rein ins Training. Werden natürlich alles simulieren. Und Robin Koch geht hoch auf die 66er Bewertung. So, ansonsten mittelmäßiges Training. So, dann gehen wir mal ins Büro. Gehen mal auf die Finanzen und werden mal das Budget ein bisschen verschieben, dass wir ein bisschen mehr Gehaltsbudget haben. Falls wir denn wirklich jetzt den Simon Zoller kaufen können. Leipzig will immer noch 14 Millionen, aber wir können uns leider nur 7 Millionen leisten. Und dann probieren wir es einfach mal. Nochmal mit 7 Millionen. Wir haben halt nicht mehr Geld und dann müssen wir halt warten bis nächste Saison auf den guten Willi Orban. Oder im Winter.
Wir haben ein Transferangebot für Sebastian Jakob erhalten für 300.000 Euro. Der ist aber 400.000 wert. Und das möchte ich schon haben. Deswegen gehen wir mal auf 500.000. Eine halbe Million möchte ich für den schon haben vom FC Vaduz in Liechtenstein für Sebastian Jakob. So, dann gehen wir weiter voran. Der hat Belgien schon wieder abgegrast, meine Güte, und nirgends findet der Spieler. Dann geh jetzt in die Schweiz. So, ein Transferangebot für Jan-Ole Sievers haben wir erhalten. Eine Leihe nach Japan, ja komm, dann geh mal ein Jahr nach Japan. Kann ja nicht schlecht sein. Nach Gwangju. So, Spieler verliehen nach Japan. Zoller hat das Angebot, er möchte eine größere Rolle in der Mannschaft spielen. Bist du bescheuert? Fünf Jahre Vertrag. Wichtig für die erste Mannschaft. Hier kriegst du halt die größte Rolle im Verein. So, und weiter nach vorne. Abstiegskampf für Erzgebirge Aue, prognostizieren sie. Jawohl, und noch ein Transferangebot für Nils Seufert, eine Zweijahresleihe von Mansfield Town. Jawohl, und weg mit. Der sieht aus wie eine Frau, der Nils Seufert, meine Güte. So, Spieler verliehen. Wunderbar. So langsam läuft's und so langsam kommen wir in Tritt. Ja, Juve kauft wie immer Boateng. Vaduz, weißt du, da willst du ein bisschen mehr haben. Jawohl, Leipzig hat das Angebot akzeptiert. 7 Millionen für Willi Orban, der will 40.000. Jetzt kannst du mal sehen, wie weit du die runterhandeln kannst. Ja? 5-Jahres-Vertrag und natürlich wichtig für die erste Mannschaft. Kannst du mal sehen, der hat einen Marktwert von 14 Millionen und wir bekämen den jetzt, wenn wir denn genug Geld haben, für die Hälfte. Meine fucking Fresse. So, Simon Zoller, Angebot akzeptiert. Das heißt, wir werden das Angebot jetzt annehmen und haben dann wenigstens einen neuen Stürmer wieder zurückgeholt, nämlich den Simon Zoller. Mexiko hat er abgegrast. Dann geh doch jetzt mal ein bisschen in die Major League Soccer gucken, ob du da was findest. So, Training. Und dann gucken wir mal, weil Lukas Görtler kann sich ja eh nicht, Dingens. Simon Zoller kann sich aber noch entwickeln und von daher Chancenerarbeitung und schwer. Dann steigt der Zoller natürlich gleich ins Training mit ein. Und Julian Polarsbeck geht auf die 69er-Bewertung, genauso wie Osave als Stürmer ebenfalls auf die 79er-Bewertung weiter. So, wir haben einen Top-Stürmer organisiert. In Kaiserslautern ist eine ruhige Saison geplant, das stimmt. So, und jetzt bauen wir den natürlich noch in die Mannschaft ein für Cibilco. Ja, also Cibilco, Shaksua, wir haben jetzt tatsächlich echt viele Stürmer. So, und Cibilco kann für Lukas Görtler hier drauf, ne? Und ja, ansonsten könnte man hier den Ditgen mal hinsetzen für frei. Ja? Wie sieht's aus? Heubach nicht so gut in der Innenverteidigung. Ansonsten alles fit und jetzt vorne unser neues Sturmduo Simon Zoller und Osave. Ja, meine Güte. Also Stürmer haben wir ja jetzt genug. Ja? Das heißt, wir brauchen diese Saison auch den Jon Dardé Bødvarsson nicht. Ne? Und ansonsten läuft's doch. So, dann drücken wir jetzt hier mal auf Weiter. Willi Orban hat das Angebot abgelehnt. Ein Wechsel macht keinen Sinn. Überarbeiten Sie Ihr Angebot nochmal. Das heißt, er hätte natürlich gern mehr Kohle. Ne? Das ist klar. Der hätte natürlich gern mehr Kohle. Und da wir uns das nicht leisten können, brauchen wir hier auch einfach mal machen. Ja. Und dann lassen wir es eben. Ne? Und dann gucken wir mal, ob wir uns den denn vielleicht im Winter leisten können, in der Wintertransferphase. So, und jetzt geht's gleich los. Erstes Spiel. Ja, naja, da haben wir samstags und montags ein Spiel. Ne? Im Pokal gegen Dresden. Ne? So, Schweden hat er abgegrast. Das machen wir jetzt noch. Schweden hat er abgegrast. Dann gehen wir nach Dänemark.
So, Nachricht von Spielern. Schindele will spielen, kannst du vergessen. Im Pokal auf keinen Fall, mein Guter. So, aber nichtsdestotrotz werde ich jetzt die Folge hier beenden. Wir haben Simon Zoller zurückgeholt vom 1. FC Köln. Wenn euch das gefallen hat, Video positiv bewerten. Ja, weiterhin Transfervorschläge in die Kommentare schreiben. Und nächste Folge haben wir dann wahrscheinlich schon unser erstes Spielchen. Nämlich wir spielen im Pokal gegen Dresden. Ich bedanke mich fürs Zusehen und ich sage, macht's gut, Leute. Und tschüss. Confession that you're my obsession, you're pulsing through me, the blood is rushing and I am trusting, you'll come save me, my knees are feeling weak, your body's close to me, I want you to come, rescue me. We'll be right back.
We'll be right back.